Danke für das Unboxing nach langer Zeit. Und zwar ist mein Pürierstab gut gegangen und jetzt habe ich halt entschieden, ich brauche einen neuen Mixer und das ist jetzt der Mixer drin. Das habe ich Amazon gekauft für 80 Euro von OTE. Schöne Verpackung. Ja, ist so ein kleiner Mixer. Da packen wir jetzt einfach mal aus. Spezifikationen, der 200 Watt Leistung und ist leise laut Hersteller. Und aber jetzt gucken wir jetzt mal den Mixer an. Ich habe auch so einen Hersteller, halt OTE. Der ist halt darauf fokussiert, halt Geräte nach italienischem und amerikanischem Stil zu fertigen. Ist ja gut mit da drin. Nichts mehr drin. Zwei Ersatzdichtungen. Zwei Ersatzdichtungen sind hier. Und auch die Anleitung. Das sieht hier aus, und zwar der Mixer selbst. Vorsichtig, denn das ist aus Glas teilweise. System Mixer, der ist aus, also dieser, also das Glas hier ist aus Broco Solid Glas, wie das heißt, und das ist halt bruchfest und wir passen 400 Milliliter rein. Hier könnt ihr gucken, da 400 Milliliter und die Motoreinheit schönes Retro Design. Deswegen habe ich das gekauft und hier schalten wir jetzt halt einen Ausschalter. Und da drückt man halt und wir sehen, das geht. Und so bleibt man halt fest. Ja, und den Mixer im Einsatz, das seht ihr im zweiten Video und dann bis gleich.